Ja, willkommen hier wieder mal bei Was ist neu in the Forest? Und hier ist mal wieder, wer könnte es auch anders erwarten, die Axt im Walde durchgepeitscht und durchgeknallt wie immer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich werde hier durchgepeitscht und durchgeknallt, hier von hinten. Ja. Sonst ist hier noch alles in Ordnung mit dir, oder wie, oder was? Ja, und grüß mal die Mutti von mir. Ja, wir finden uns hier ein. Was ist neu in the Forest in der Version 0.27, also 0.27? Ich hoffe mal diesmal, dass hier kein 0.27b, 0.27d, 0. Ich weiß nicht, was ABCDEFGHIJK kommt, ja. Das ist mir jetzt schon ein bisschen zu viel gewesen in den letzten Versionen, auch wenn das nicht so heftig war, aber gerade eben in der letzten Version, ich fand das persönlich extrem heftig. Aber gut, das mal hier beiseite, es geht voran und wir müssen auch voran. Wir erfreuen uns an The Forest, an der neuen Version. Und die, oder? Kommt hier, ja. Ja, komm mal hier. Ja. Ihr seid mal hier so richtige Vollidioten, meine lieben Kollegen. Ja. Ja. Ja, können wir nichts machen hier. Müssen wir erstmal zugucken. Der eine ist abgerissen, der andere auch, ne? Schön. So. Weiter im Takt, bevor ich hier auf die neuen Änderungen zu sprechen komme, erstmal hier ein bisschen was Theoretisches. Ja, muss am Anfang immer das, was ich hier nicht herzeigen kann. Was sind. Oh nee, du Verrückter. Ich höre dich ja von hinten, wenn du kommst. Gut, haufenweise hier Balanceanpassungen. Das kann ich euch mal hier definitiv mitteilen. Balanceanpassungen ohne Ende. Die Äxte haben hier mehr Schlagkraft, weniger Reichweite. Wohl erwähnt, ja. Bis auf die hergestellte Keule. Die hat nicht so viel Schlagkraft. Die Entwickler meinten, nee, da muss hier mehr Schlagkraft für alle Äxte her. Es ist mir aber dann genug, Leute. Ja, bitte. Ich mache hier ein Let's Play. Das ist doch jedes Mal hier irgendwo dasselbe, wenn ihr rumkramt und rumkrebst und rumkreucht und fleucht. Nicht mit mir, bitte. Ja. Nee, nicht jetzt. Später gern können wir uns hier auf dem Beat-Up treffen. Kein Ding nicht. Ja. Was auch ganz neu ist hier, es gibt Anpassungen nicht nur an der Schlagkraft und an der Reichweite der Waffen, sondern auch am Hunger, an der Ausdauer, an der Energie, dass alles ein bisschen angepasst und verändert worden ist, sage ich mal. Guckt rein, bitte, wirklich bitte. Hier in forum.survivetheforest.net, damit ihr einfach mal nachlesen könnt. Was ist hier wirklich neu? Was hat sich verändert? Was hat sich getan? Gerade auch im grauen Bereich der Energieleiste, wenn man hier getroffen wird. Haufenweise Anpassungen bei den Gegnern. Ja, der Feuerkannibale, der hat ja nicht wirklich Feuer geworfen. Angeblich laut den Entwicklern soll er das jetzt machen. Ich bin bisher noch auf keinen getroffen. Auch ganz neu, das Krokodil hat jetzt weniger Energie, das heißt ein bisschen ratzfatz draufgehauen, gut ist mit dem Krokodil. Stalagmiten, ihr wisst, diese komischen Teile in den Höhlen, die hier irgendwo rausragen aus dem Boden oder von der Decke runter. Ich verwechsel die auch immer, Stalagmiten, Stalaktiten, das ist immer so eine Sache, ja, das eine von oben, das andere von unten. Auf jeden Fall, man kann die kaputt machen, ja. Mehrere verschiedene Typen von diesen Auswüchsen. Aus dem Felsen raus kann man jetzt hier kaputt machen. Haufen Anpassungen auch bei der Performance. Ja, das heißt, leistungsmäßig ist hier ordentlich was verbessert worden. Und auch beim Ton. Tonnenweise Änderungen, tonnenweise Neuerungen, teilweise nicht eingebaut. Also ein Ton ist nicht eingebaut, das weiß ich. Einer, der ist verfügbar. Da haben die Entwickler dran gearbeitet, aber der ist noch nicht im Spiel. Ja, fertig eingebaut, also verfügbar eben, ne? Anderwertig verfügbar. Was wir hier drin haben. Ich öffne auch mal das Inventar.
Ja, das ist jetzt nicht gerade gut zu erkennen. Ich drehe mich hier zur Seite. Oh, Menno. Er kreischt mir hier ein bisschen was vor. Ihr seht auch, ja. Wir haben hier ein ordentlich, das von Quartett ist hier nicht mehr zu sprechen. Das ein ganzes Konzert ist hier am Start, ja. Möwe einmal hier ordentlich über den Kopf drüber geflogen. Was die sich einbilden, die Viecher. Unglaublich. Ja, gut. Inventar. Es gibt hier, das ist, ich sag mal, auf bestimmten Auflösungen recht schwierig zu erkennen, hier im Inventar, einen sogenannten Tennis-Racket, auf gut deutschen Tennisschläger. Ja. Ja, das ist schon richtig. Das ist eine neue Waffe, Tennisschläger. Ich habe auch mal hier zu diesem Zweck die Tiefenunschärfe abgedreht. Ja, damit man das gut erkennen kann. Ja, das ist ein S3 Pro. Damit spielt nur der Profi auf dem Feld. Ja, auf dem Platz. Ja, Boris Becker und wie sie alle heißen. Ja, Vogel auf dem Spatz hier. Ich meine, Spatz auf der Hand und Tennisschläger in der anderen. Gut, auf jeden Fall. Das ist eine neue Waffe. Präsentiert von Axt Productions. Gibt's ganz neu hier mittendrin. Und was auch ganz neu hinzugekommen ist. Hier unten ist. Ich fahre mal hier weg. Ja, ist einfach nur so ein weißer Fleck. Das ist hier wie die innere Matte nochmal runter kopiert in kleinerer Skalierung. Die Höhlenkarte. Hier steht das auch. Reveal the cave map as you explore it. Auf gut Deutsch. Ja. Die Höhlenkarte wird hier nachgezeichnet, während man hier Erkundungen vornimmt. Nicht nur durch einmal hier draufklicken ordentlich, sondern auch über die standardmäßig belegte Taste M wie Martha kann man hier die Karte ein- und ausklappen. Höhlenkarte ausklappen, Höhlenkarte einklappen. Potzperste hin, Potzperste her. Wer das Zitat kennt, ich bin mal gespannt hier. Ich habe hier jetzt ein bisschen erforscht, ja. Das ist hier auch gleich mal die Höhle hier drüben. Also wir sind hier auf der Hauptbucht am Strand. Da laufen auch schon wieder ein paar Verrückte rum. Ja, von Let's Play haben die noch nie was gehört, ne? Ja, da hinten. Ihr wisst, Höhleneingang, da bin ich mal reingelaufen. Und das hat mir hier das ganze Dings gut mitgezeichnet. Ihr seht das. Ja, Pfeil nach draußen. Hier ist Höhlenausgang. Pfeil nach oben. Hier ist ein Seil nach oben. Oh, komme ich auch gerade auf ein Seil zu sprechen. Da fällt mir ein, die Entwickler haben hier auch eine Änderung getätigt. Das heißt, das Klettern auf den Seilen und nicht nur auf den Seilen, auch an den Wänden. Das läuft jetzt ein bisschen flotter vonstatten hier, wenn man die Shift-Taste gedrückt hält. Und obendrauf noch viel mehr. Geht die Ausdauer nicht mehr runter, wenn man hier im Stand steht und die Shift-Taste, also das Sprinten, gedrückt hält. Das finde ich ganz gut. Ihr wisst, ich habe hier die Mod-AP meist so gut wie immer, eigentlich zu 99,99, machen wir mal periodisch draus, Prozent hier im Gepäck. Die läuft jetzt mit dem God-Mode aktuell noch nicht so richtig. Ja, warten wir auf den Soul-Trinker, den guten Philipp, bis er das wieder anpasst. Das ist ja auch durch die Balanceanpassungen an Energie und Ausdauer und, komm mal, wo bist du, Mistvieh? Ich pack dir eine rein hier mit dem Tennisschläger, das hast du noch nicht gesehen. Ja, da ist er nicht so begeistert von. Die mögen ja auch keine Tennisspieler, die guten Herren. Oh man, no, wirklich so. Damit wir hier auch auf die anderen Änderungen zu sprechen kommen und uns nicht mit den Kannibalen vergnügen. Ich würde das mal hier gerne. Gehen wir hier runter. Ich habe eine Wand gebaut. Und auch so ein Stockhalter hier nebendran. Das ist nichts Neues. Was aber neu ist, ist, ich nehme zu diesem Demonstrationszweck auch mal die Axt in der Hand. Ja, quasi mich selbst. Nee, also Scherz beiseite. Und ich sag mal hier. Hört das jetzt Ganze auf mit jugendfreiem Let's Play. Ja, alles, was hier nicht 18 ist, mal abschalten oder nicht ordentlich bei Trost im Kopf. Ja, das geht mit allen Tieren. Das geht mit einer Möwe, das geht mit einem Hai, mit einem Reh, einem Waschbären, ja, Hasen, ihr wisst Bescheid, den Viechern. Ja,
Schwupps hat's die Katz gefressen, nicht wirklich. Das ist einfach verschwunden, das restliche Vieh. Und übrig geblieben ist hier einfach nur ein Kopf Hai. Ich nehme den mit der Taste E und ja, sieht ihn vielleicht ein bisschen bedrohlich aus. Ich würde ihn auch gerne als Waffe einsetzen können. Hoho. Und leg den auch mal hier wieder ab. Den werden wir brauchen. Ja. Dazu kloppe ich auch mal hier das Überlebensbuch auf. Und wir gehen hier direkt in. Wo gehen wir denn eigentlich hin? Ja. Hier. Zu den Dekorationen, Seite 2, die Kopftrophäe. Ja, da ist ein Waschbär abgebildet. Der ist nur stellvertretend für alle Viecher, die es so gibt. Und ich pop auch mal hier, ja, Taste E, da ist gut, an der Wand. So, Taste E. Oh, ich habe ja auch einen Stock im Inventar. Fertig ist das Dings. Ich nehme mal hier Kopftrophäe. Und auch wenn ich hier rangehe, man sieht, das kommt hier wieder. Ich weiß nicht, warum das Symbol. Da müssen die Entwickler noch. Die tun ja immer mit Symbolen und was weiß ich. Das wird hier im Nachhinein immer angepasst. Taste E gedrückt halten. Ja, ich habe im wahrsten Sinne des Wortes eine Kopftrophäe hier dran. Dem nicht genug. Ich will noch eine. Ich will doch noch eine. Nochmal hier. Kopftrophäe. Ja, könnt mal gut raten, was jetzt hier los ist. So ein armer Vogel. Ne? Ab. Ja, wirklich. Ab 18 hier. Ja, jetzt ist nicht mehr. Ja, komm mal hier. Was ist mit dir los? Ja, das Wasser macht uns hier ein bisschen Strich durch die Rechnung. Und weg ist das Ding. Und hier liegt der. Hier liegt der Kopf von. Ja, ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, muss nicht sein. Hier nochmal Taste I gedrückt halten. Und da ist auch eine schicke nette Kopftrophäe. Das habe ich mir jetzt gejagt. Ja. Alles nur geklaut. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Auch ein Zitat. Aus den 90ern. So wie vorhin. Ja, sieht schick aus, ne? Schick, nett, toll, gut, fein. Der jagt mir auch ein bisschen Angst ein, der Gute. Aber ich finde es auch ganz nett hier, so ein Haifischkopf mal ordentlich. Oh, ja, das ist ordentlich. Eins muss ich hier vorweg mal wirklich loswerden. Die Haie haben mich bisher immer gut beeindruckt. Vom Aussehen, was das Modellieren betrifft. Man munkelt ja an für sich, dass die Entwickler von The Forest weniger Programmierer seien dafür, aber sogenannte Visual Artists und das in einem sehr hochprofessionellen Bereich. Ich weiß, viele Tiere wurden auch gar nicht von denen erstellt, so wie zum Beispiel auch die Schildkröte, aber dennoch, die wissen, was sie drauf haben, was grafisch los ist. Ja. Gut. Noch eine neue Änderung. Neben den Trophäen, was sich hier neu bauen lässt, ist auch die sogenannte Schädeldeckenlampe. Ich denke mal hier, ich habe die nirgends bisher dran gepappt bekommen. Die befindet sich eine Seite hier bei den Dekorationen, eine Seite zurück. Die ist hier, die hat auch gar nichts drin. Da steht nur hier eben Schädeldeckenlampe. Also umgekehrt zu so Schädel und dann Decken und dann Lampe. Ja, Ceiling Skull Lamp. Ich habe die noch nirgends dran bekommen und ich bin echt zu doof, hier einfach ein normales großes Dach über den Custom Roof zu bauen. Ja, ich will mich auch gar nicht lang damit auseinandersetzen, aber ihr wisst zumindest, das ist neu in the Forest. Eine Schädeldeckenlampe. Hängt hier vermutlich, ich zeige das mal hier so, ne? Ich drehe das auch ein bisschen hier in der Luft. Hängt dann. Womöglich, ja, höchstwahrscheinlich irgendwo von der Decke runter. Aber auch neu. Neben dem Fell von einem Wildtier kann ich jetzt auch ein Fell von einem Hasen hier irgendwo hin platzieren. Und das ist von den Entwicklern eigentlich angekündigt als ja, Hasenfellteppich. Ihr seht hier, hier ist mal das Fell aus dem Wildtier quasi, respektive dem Reh. Und hier drüben dran habe ich mal das Hasenfell dran gepappt. Ja, die Entwickler sagen, das ist ein Teppich,
Aber der Teppich, der sogenannte tolle Teppich, lässt sich hier auch an die Wand pappen. Na, schön, oder? Ausgezeichnet, schön. Ja, komm mal hier, Tür lassen wir auf. Und was wir uns hier vor der letzten Neuerung noch angucken. Ist das Segelboot, das auch ein bisschen mit Schonkelsohn schaukelt, ja. Ich sag mal so, vom Oktoberfest hat das nicht viel gemein. Aber immerhin, das ist ein guter Anfang. Hier geht's gut zur Sache, ja. Da steigen wir auch mal direkt drauf, auf das Oktoberfestboot, also ich meine auf das Segelboot. Ja, wer ist das hier mit dem Schaukeln? Ja, ihr merkt, das ist ja. An den Kanten ist das verbuggt. Ja, richtig, ich weiß. Nichtsdestotrotz, wir hoppeln hier nochmal zurück. Und gucken uns das hier auch vom Segelboot aus an. Ja, das schonkelt ein wenig mit. Das gute, alte, ihr mir altbekannte Segelboot. Mir gefällt das. Ich mag das Segelboot. Ja, speziell, ich sag mal wirklich speziell seit dem letzten Mal hier, wo ich im Vegan-Mode draufgekommen bin. Was ist denn hier los? So ein verruchtes Männchen, keiner weiß, was da los ist. Klammer auf. Ja, man weiß eigentlich, was da los ist, wenn man ein bisschen hier im Internet rumsurft und The Forest Man on Boat eingibt. Und weiß dann auch, woher das kommt. Ich hab das aber nicht gesagt. Klammer zu. Auf eigene Gefahr. Ja, ist nicht spektakulär, aber immerhin, das trägt zur Atmosphäre bei und ihr wisst, Spiele entstehen an und für sich wirklich auf einer guten Grundbasis für Atmosphäre. Und was das betrifft, gucken wir uns jetzt, genau jetzt, noch die letzte Neuerung an. Ja, dazu befinde ich mich live in den Schneebergen. Warum auf dieser Höhe, möchte sich der eine oder andere fragen. Und natürlich habe ich auf die Fragen auch die Antwort parat. Beim Fall aus höheren Höhen, hört sich komisch an, ist aber so, beginnt hier das ganze Bild ein bisschen rumzuwackeln. Ja, ist ja mal. Um dem Realismusgrad zu entsprechen, haben wir hier so ein Kamerawackeln drin. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen exzessiv. Ja, so Kamera links, rechts, rauf, runter. Ihr wisst, das ist ein durchgepeitschtes Let's Play. Wie auch immer, manchmal weniger, manchmal mehr. Nichtsdestotrotz, wir werden in Kürze runterspringen und ihr werdet sehen, wie das ist. Einfach mal runterzufallen mit der Axt im Walde. Ein bisschen Kameragewackel zu erleben. Und bevor wir das aber machen, sag ich mal, guckt euch das an mit den neuen Änderungen aus The Forest. Viel Balance ist auf jeden Fall drin. Wir haben ein paar neue Gegenstände. In den Höhlen ist das eine oder andere ein bisschen anders und eine neue Höhlenkarte. Ich zeige die nochmal hier. Die hat auch so ein schickes Leseteil hier, so ein schickes Leseleuchtteil oben dran. Das finde ich irgendwie niedlich, ja. Die Karte selbst sieht natürlich nicht spektakulär aus. Einfach so quadratisch, links, rechts hier, alles recht gut gezeichnet und ja, wie auch immer. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht, wenn ich in den Höhlen ein bisschen rumgelaufen bin. Ja, Hasenfellteppich kann auch an die Wand gepappt werden. Schiedeldeckenlampe und haufenweise Trophäen. Kopftrophäen, Steck, Tier, Teile. Ja. Mit Schaukelboot und was weiß ich. Ich spring mal hier runter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war die Axt im Walde. Ich sag mal Tschüss und macht's gut vor allem.
Bis dann. Miau.